Karl macht eine Rechnung auf und stellt einen Vergleich an. Bankier August Freiherr von Fink wird durch Bodenspekulation alle 21 Stunden und 54 Minuten um 1 Million reicher. Scheiße. Wieso scheiße? Ich habe mir ausgerechnet, wenn ich die 624 Mark Vermögensbildung im Jahr spare, dann bin ich in 380 Jahren Millionär. Na dann freu dich doch. Nee, bis dahin haben wir Sozialismus, da gibt's keine Millionäre mehr. Scheiße. Am Tag, als der alte Nazi und Kriegsverbrecher und Träger des Bundesverdienstkreuzes und Rüstungsindustrielle und Milliardär Friedrich Flick starb, war man sich im Volke einig, dass dies seine sozialste Tat war. Bundesrepublik ist, zeigt sich allein daran, dass wir erheblich mehr Reiche haben als die DDR. Wie hoch die Bundesrepublik entwickelt ist, zeigt sich allein daran, dass auf jedes Kind im Vergleich zur DDR erheblich mehr Parkplätze entfallen. Wie viel mehr Chancen die Arbeiter in der Bundesrepublik haben, zeigt sich schon darin, dass die Chancen, einen Arbeitsunfall zu machen, bei uns doppelt so groß sind. Das Angebot an Berufskrankheiten wird sogar laufend erweitert. Bei uns hat der Arbeiter eben das Recht, sich erheblich mehr bieten zu lassen. In der DDR dagegen ist fast alles verboten. Die Deutsche Bank, Dr. Oetker, Gunter Sachs, Helmut Horten, Jacqueline Onassis und vieles andere, was der Arbeiter so zum täglichen Leben braucht. Es sind verboten folgende Sozialleistungen: Preiserhöhungen, Mieterhöhungen, Krankenhausgebühren, Lehrermangel, Vermögensbildung in Arbeitgeberhand. Außerdem sind in der DDR verboten Talsohlen, überhitzte Konjunkturen, Aufschwünge nach Maß, Beruhigungen auf dem Arbeitsmarkt, Entlassungen, Konjunkturzuschläge, Stilllegungsprämien, Dividendenerhöhungen, Inflationen und alles andere, was sonst noch den Kapitalismus für den Arbeiter so attraktiv macht. Weiß doch jeder, dass die in der DDR mehr für die Bildung tun. Das weiß doch jeder, dass die mehr für den Sport tun. Das weiß doch jeder, dass die mehr für die Gleichberechtigung tun. Das weiß doch jeder, dass die mehr für die Sicherheit im Betrieb tun. Das weiß doch jeder, dass die mehr für die Leute tun. Aber für die Südfrüchte, da tun sie nichts.